Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Haul von Sachen. Und also Beauty ist das. Wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe bestellt bei verschiedenen Online-Shops und mir ist ein bisschen was ausgelaufen. Yay! Genau. Ich bin ja ein neugieriger Mensch. Genau deswegen habe ich hier auch bei Flaconi bestellt. Dieser Karton kam in einem riesengroßen Umkarton. Der kam an, als meine Mom da war. Und ich habe so, was habe ich mir denn da schon wieder bestellt? Ne? Und zum Vorschein kam dieser Karton. Und außen drumherum dann noch weitere Produkte. Aber ich habe echt gedacht, ihr wollt mich doch echt vereiern. Allerhand Proben habe ich mitgekriegt und da habe ich auch so diese Geschichten. Du kannst bei Flaconi immer bei Gratis gucken, was für Goodies man dazu bekommt, wenn man etwas bestellt. Und dann geht es manchmal um die Marke an sich einfach nur, dass man da was von bestellt, um bestimmte Produkte, dass es da Goodies dazu gibt. Und da kann ich euch, also einmal habe ich hier das Paco Rabanne Eau de Parfum 1,5 ml Fame einfach als Probe bekommen. Dann das Revita Lift L'Oreal als Probe und Yves Saint Laurent Eau de Parfum habe ich auch noch als Probe mit drin. Jo, da kriegt man immer Proben mit. Dann habe ich Rodale mir was bestellt. Ich glaube, die Jelly Eye Patches habe ich, genau, die habe ich mir bestellt. Das sind die hier, die wollte ich auch mal verwenden. Kann ich euch dann mit dem Aufgebrauchtvideo was zu erzählen. Und gratis dazu gab es halt diesen Banana Lowlighter 1,6 ml. Das ist einfach, ja, wie so ein Concealer, würde ich mal so sagen, ne? Das ist dieser hier. Da gibt es gar nicht so super viele Farben von. Das scheint dann eher so gelblich zu sein. Aber der sieht schön hell aus. Und Rodale ist eine hochpreisige Marke. Da habe ich mir gedacht, komm, holst du dir die Augenpads und kriegst du das Moped umsonst. Wieso nicht? Nimmt man doch gerne mit. Bei Revolution gab es nichts mit dabei. Nee, das hatte ich so bestellt, weil das war der Anlass, weswegen ich bei Flaconi bestellt habe, weil ich wollte mir dieses Produkt bestellen. Das war da, wo ich es bestellen wollte, ausverkauft. Das ist ein Dupe zu Charlotte Tilbury Beauty Light One Tüdelü. Das ist von Revolution Pro Goddess Glow Cream Contour and Bronze in der Farbe Light. Und sowas finde ich auch immer interessant, das einfach mal auszuprobieren. Ich bin ja immer auf der Suche nach tollen Alternativprodukten zu High-End-Waren, ne? Das ist ja auch klar. Und die Farbe Light fand ich auch ganz ansprechend. Und ich glaube, der könnte auch echt gut werden. Ich glaube, die Goddess Glow-Reihe ist so eine Art Limited Edition, die irgendwie doch keine Limited Edition ist. Keine Ahnung, da habe ich nämlich auch schon das ein oder andere von. So, und jetzt halt auch dieses Ding. Man kennt es, ne? Hat vorne diesen Puffel dran und so. Finde ich großartig. Von Collister habe ich was bestellt. Da gab es dann gratis einen Pinsel mit dazu. Ich kenne die Marke jetzt so nicht, aber ich hatte halt gesehen, es gibt gratis einen Pinsel. Ich mag Pinsel, finde ich natürlich dann ganz vorne mit dabei. Den kann ich euch direkt auch schon mal zeigen. Ja, der fühlt sich gut an. Den kann man, glaube ich, gar nicht einzeln kaufen. Und ja, der war dann halt mit dabei. Und bestellt habe ich den Lipgloss Volume 7 ml in der Farbe 130 Divine Oranges. Das ist dieses hier. Ja, das ist, ich finde das nett, ne? Wenn man so einen Goodie dazu bekommt. Der hat halt so Schimmer mit drin, also Goldschimmer. Den kann ich mir auch einfach gut für den Alltag und generell so vorstellen. Das ist ein schöner Neoton. Den mag ich wohl. Zu Eva, genau, da wollte ich mir eine Foundation nachbestellen und dann gab es zwei Goodies. Drei Goodies? Was gab es denn da? Ne, zwei Goodies. Drei Goodies. Drei Goodies? Echt jetzt? Echt drei? Weiß ich nicht. Ja, möglich, ne? Oder war irgendwas super reduziert? Oder bei einem gewissen Wert? Ich weiß es nicht. Ich habe mir auf jeden Fall die Authentic Skin nachbestellt. Das ist einmal diese hier. Weil meine ist leider nicht mehr gut, aber sie ist nicht mehr haltbar. Ne? Und die 050N Beautiful ist halt eine schöne Farbe, die ich gerne mag. Und auch die Foundation an sich finde ich total super. Und deswegen habe ich mir die jetzt nachbestellt. Hallo, kommen Sie raus. Ja, die sieht jetzt aber ein bisschen dunkel aus. Hä? Ja, muss ich nochmal gucken, ne? Aber gut, das ist halt die Foundation. Eigentlich mochte ich die super gerne.
Muss ich nochmal schauen, ob das irgendwie dann doch irgendwie eine andere Farbe war. Aber 050N Beautiful hatte ich vorher auch, ne, Sammy? Keine Ahnung. Ja, dann habe ich hier die Together We Grow Face Palette. Hier weiß ich jetzt gerade wirklich nicht, ob ich mir die gekauft habe oder ob sie dazu gab. Nein, die habe ich mir gekauft, genau, weil das ist, ja, diese Reihe gewesen. Genau, genau, die habe ich mir gekauft. So schaut die aus, Blush Bronzer Highlighter, so nehme ich. Doch, die habe ich mir gekauft. Ja, finde ich schön, mag ich gerne leiden. Und das sind auch schöne Highlighter-Töne, finde ich gerade. Ein schöner Blush Topper, Euphoria, Gratitude ist ein schöner Highlighter-Ton. Und Empathy und Vision sind einfach auch schöne gesetzte Töne, ne? Nicht zu intensiv. Und zu Eva mag ich eigentlich total gerne. Ich finde es irgendwie schade, dass die mehr und mehr verschwinden. Kommt euch das auch so vor? Sehr verrückt, ne? Ja, und dann habe ich halt einen gewissen Wert gehabt, was ich dann bei Zu Eva gekauft habe. Und dann gab es etwas mit dabei, und zwar zwei Produkte. So, jetzt hat sich mir nämlich mein Gehirnknoten gelöst. Einmal habe ich hier Remarkable Fix and Care Clear Brow Gel, also einfach ein klares Augenbrauen-Gel. Kannst du nicht genug von haben, finde ich, ne? Hatte ich auch noch gar nicht von Zu Eva ein Augenbrauen-Gel. Ein kleiner Spoolie, süß. Finde ich hübsch. Und ich weiß gar nicht, was haben wir denn hier an Menge? 3 Milliliter. Das könnte ja auch eine Full Size sein, oder? Weiß ich nicht. Dann habe ich hier auch noch mitbekommen den Kate Eye Pen Blackest Black Liquid Eyeliner. Ne? Das ist aber eine Full Size. Und Eyeliner trage ich halt ständig, deswegen macht das immer bei mir durchaus Sinn. Der schaut einmal so aus. Erinnert mich auch an L'Oreal. Die haben doch auch sowas, dass man das so festhalten kann. Hat eine ganz normale, lange Filzstiftspitze. Schön. So. Und dann habe ich dort bestellt. Also ich habe es bei Chiquita's Place jetzt schon öfters gesehen. Die hat ja auch, glaube ich, oder hatte eine Kooperation mit Nui Cosmetics. Und die sind ja auch gar nicht mal so günstig, sind aber auch gar nicht mal so schlecht. Im Glossybox Adventskalender hatten wir das Puder und ich fand das schon sehr, sehr ansprechend. Und in meiner ganzen Adventskalender-Auspack-Warengeschichte, die ich ja aktuell in den Shorts treibe, habe ich mir dann auch gedacht, ach komm, was soll's. Holst du dir einfach auch mal den Adventskalender. Was soll der Falschgeiz, ne? Da sind 1, 2, 3, 4, 5 Kläppchen scheinbar, Boxen. Aber ich glaube, da waren 6 Produkte oder so drin. Kann ich euch ja mal zeigen. Und ich wollte sowieso, wie gesagt, die Marke ein bisschen intensiver testen. Nö. Ich verlinke euch einfach mal das Short, was ich dazu drehen werde. Im i. Schaut da super gerne einfach mal vorbei. Also wirklich gute Produkte. Ne? Und es stand halt auch, welche Produkte dort drin enthalten sind. Und das fand ich toll. Erst habe ich mir überlegt, dann die Foundation mir zu holen. Dann habe ich mir gedacht, na, erstmal teste ich die anderen Produkte, bevor ich mir das teure Moped hole. Habe mir dann den Kajal Eye Pencil in der Farbe Kawahe nicht geholt, sondern der war mit dabei, weil ich ja ein Nui-Produkt habe in einem gewissen Wert, so nämlich. Und ja, wie gesagt, der war dann für immer mit dabei. Hallo. Ich weiß noch nicht, ob der auch hier noch zusätzlich mit drin ist, ne? Dass ich den jetzt nicht irgendwie doppelt habe, das wäre natürlich ziemlich bitter. Aber ja, das hier gab es dann gratis on top. Netti Caffretti. Ja, ist ein brauner Kajal. Mit so einem Smudger auf der einen Seite, dass man das so ein bisschen verblenden kann. Kannst du dir ein schnelles Smoky Eye mitbasteln, wenn du möchtest. Ist irgendwie ganz süß, ne? Kann man mal gucken. Und wie gesagt, ich hatte Bock auf die Marke, das einfach mal auszuprobieren. Und den Kalender, das Ding hier, genau, werde ich euch dann in einem Short gezeigt haben. Bin ich gespannt drauf, wie die Produkte dann auch auf meinem Gesicht funktionieren. Ist nicht günstig und das einfach jetzt so vergünstigt zu bekommen in diesem Adventskalender-Design finde ich ganz gut. So kann man auch mal ein bisschen was von der Marke ausprobieren. So, meine Herren, ich habe hier so viele Kartons stehen, weil ich heute mal wieder einen Drehtag habe. Da habe ich nachher einiges zu zerreißen, Sammy, weißt du Bescheid. Dann habe ich bestellt bei Look Fantastic und dort habe ich mir zwei Produkte bestellt. Eins gab es dann für Ome mit dabei, The Inky List Full Wig Acid Cleanser. Und das wird weiter wandern, ne? Sowas verwende ich jetzt eigentlich eher weniger. Ich habe da so meine Produkte, die ich ganz gerne mag. Dann habe ich mir nämlich, genau, das wollte ich mir holen, Revolution Magic Eye Bright Corrector, Light to Medium. 8 Gramm sind hier drin und das ist so eine, ja, auch wieder, ne, eine Zwillingsgeschichte zu Becker.
Under Eye Brightening Corrector. Und da gibt es natürlich auch von Catrice den, der einfach ständig ausverkauft ist. Und ja, da habe ich mir gedacht, kann man auch mal andere Sachen ausprobieren. Wenn das von Catrice immer ausverkauft ist, macht das ja keinen Spaß. Und dann habe ich das Ding entdeckt und habe entdeckt, dass es überall online auch ausverkauft war, außer bei Lookfantastic. Und dann habe ich mir das einfach mal bestellt. So, hat hier noch eine Folie drüber, aber wir sehen es, ne? Wir haben dieses Pöttchen, das ist dieses Rosé-mäßige. Und das kannst du halt super so unter den Augen verwenden, entweder als Concealer-Ersatz im Alltag, dann nur halt dieses Ding und nichts weiter drüber. Oder halt unter einem Concealer, wenn du halt eine richtig krasse Full-Coverage-Geschichte haben möchtest. So, und ja. Wenn wir schon mal bei den Augen sind, die hier habe ich mir jetzt auch mal geholt von Natasha Denona, die Mini Pastel Palette. Da gab es auch zu dem Zeitpunkt ein schönes Angebot. Ich weiß nicht, ob der Code Chiquitas von meiner lieben Chiquitas Place von Nicole drauf gegolten hat. Ich weiß gerade wirklich nicht mehr, weil das Paket steht hier schon eine Weile. Da hast du 4 Schimmertöne und einen matten Ton drin. Das ist keine einfache Palette. Das ist fast eher sogar eine Palette, wo ich sagen würde, die würde ich eher kombinieren mit anderen Paletten. Oder wenn ich einen Bronzer habe, mit einem Bronzer kombinieren. Aber das sieht schon süß aus, ne? So eine kleine süße Palette. Ja, ja. Aber trotzdem fallen mir dazu auch schon wieder schöne Looks ein, die... Da kann ich euch auch mal ein bisschen was zu zaubern. Doch, das machen wir auch mal zusammen. Und ja, das wäre dann das, was ich bei Lookfantastic bestellt habe. Dann kommen wir zu Cosmetic for Less und da ist mir ja was ausgelaufen. Das ist so schade. Ich wollte nämlich, oder ich möchte das neue Sortiment von von Essence gerne testen. Das Hello Good Stuff 48 Stunden Hydro Fixing Spray ist mir leider ausgelaufen und das riecht hier alles nach Kokos. Deswegen bin ich ehrlich gesagt ganz froh, dass ich das nicht im Gesicht trage. Denn Kokos und ich sind nicht die besten Freunde. Ein bisschen ist noch drin, das heißt, ich kann es noch verwenden zum Ausprobieren. Und ja, das ist schon mal positiv, ne? Der Karton ist pitch patch nass. Ich hoffe, dass nichts an die Paletten gekommen ist. Dann müssen wir gleich mal schauen. Ärgerlich, ne? Auf meinen Nägeln trage ich schon die neuen Lacke. Da habe ich euch ein Short zu gefilmt und auch ein Reel auf Instagram. Da könnt ihr mal intensiver vorbeischauen. Qualitativ fand ich sie okay. Richtig geil finde ich dieses Blau definitiv. Teilweise 3 Schichten brauchte ich, um halt eine gewisse Deckkraft hinzubekommen, was ich sehr schade fand. Ja, also ist jetzt nichts, wo ich sage, oh mein Gott, holt euch auf jeden Fall die neuen Lacke von Essence. Sie sind schön, aber jetzt nicht, wo ich, also nichts so mega krasses, ne? Den Ton mochte ich zum Beispiel gar nicht so gerne, diesen Sunflower. Da gibt es schönere, andere Gelbtöne. Das ist ein klassisches Rot. Ready Go heißt der, ne? Der ist hübsch, definitiv. Das ist ein toller Topperton. Less Bitter, More Glitter. Den habe ich hier. Den kann man schön über so ein Lavendel-Lila, wie auch immer, drüber machen. Den hier fand ich richtig hübsch. Someone Like Blue, der ist richtig, richtig, richtig cool. Also der knallt, ne? Den mag ich gerne. Das ist eine ganz tolle Sommerfarbe. Dann habe ich hier so einen Lila-Ton, Plump It Up, also Pflaumeton. Ja, der ist schön dunkler auf dem Finger oder auf dem Nagel als das, was du hier in dem Fläschchen siehst. Den mochte ich auch ganz gerne. Pretty in Pink, das ist wirklich so ein Pinkton. Ja, der knallt, der ist toll. Den mochte ich nicht so gerne. Inner Peace, der ist nicht so hübsch. Da gibt es einen von Catrice, der hier, ne, der ist schöner als... Ich zeige euch nicht den Mittelfinger als der hier. Wie gesagt, Close-Up findet ihr dann auch in den Shorts. Coral Me Maybe. Wo habe ich den denn? Ach so, den habe ich hier auf dem Mittelfinger. Ja, den kann man sich auch mal angucken, ne? Schon. Ja, das ist so viel zu meinen Nagelfreuden. Freuden und Freunden. Dann habe ich mir jetzt hier noch mitgenommen den Hello Good Stuff 48 Stunden Intensive Hydro Gel. Den möchte ich gerne als Primer ausprobieren. Mal schauen, ob das funktioniert. Dann Blush und Bronzer als Stick fand ich sehr interessant und sehr, sehr schön für trockene Haut geeignet, die ich habe. Dann habe ich mir noch so einen Stift mitgenommen, den The Nail Polish Corrector Pen von Essence. Der ist jetzt, glaube ich, in der neuen Verpackung rausgekommen. Den habe ich sonst nämlich auch immer wieder gekauft, mag ich sehr, sehr gerne. Dann habe ich hier einmal die Welcome to Marrakesh Palette, das ist diese hier, die jetzt auch neu bei Essence eingezogen ist. Nö, der geht's gut, der ist nichts passiert, da ist nichts dran ausgelaufen. Eine sehr zurückhaltende Palette, ne? Fast schon neutral mit so einem Sandfarben und so ein paar Schimmertöne mit dabei. Da bin ich auch mal gespannt,
Genauso wie mit der Peachy Blossom Palette zu spielen. Die Blush und Highlighter Palette. Hier hast du keinen Bronzerton drin. Es sind 3 Blushes und 2 Highlighter Töne. Es gab mal so eine Blush, Bronzer und Highlighter Palette in diesem Format. Ich frage mich wirklich, warum hier nur Blush und Highlighter verwendet wurde und kein Bronzer. Zumal in dem Sortiments Update auch kein normaler Bronzer, außer dem Bronzer Stick halt, ne, zu finden ist. Also das fand ich sehr interessant. Dann habe ich hier das Brighten Up Banana Powder mitgenommen. Ich weiß nicht, das stand neu dran. Ob das jetzt irgendwie in der neuen Verpackung ist, aber es sieht irgendwie nicht neu aus. Das Gimme Glow Luminous Highlighter Produkt habe ich auch mitgenommen in der Farbe Glowy Champagne. Ne? Das ist einmal der champagnerfarbene neue Highlighter von Essence, der ausprobiert werden möchte. Ja, hier stand auch neu bei, aber ich weiß nicht. Also New and Improved Texture, okay, die neue, die Formulierung ist neu. Stay All Day 14 Stunden Concealer in der Farbe 20 Light Rose, den wollte ich auch damit euch zusammen ausprobieren. Was ist das hier? Fix It Like a Boss Transparent Brow Fixing Gel habe ich mir auch mitgenommen. Ich habe das bestellt bei Cosmetic for Less. Oh, ein riesen Bürstchen, weil so viele Fixing Brow Viecher hat Essence ja vorher gar nicht gehabt, ne? Nur diesen Klassiker in durchsichtig und blau von der Verpackung her. Aber auch ein getöntes Brauenprodukt habe ich hier im Start. Thick and Wow Fixing Brow Mascara Volumizing Fibers sind hier drin. Habe ich in der Farbe Caramel Blond mitgenommen. Bestellt. Manchmal, ne? Und da hat man halt auch wirklich so, ja, wie bei dem Gimme Brow Plus von Benefit halt, ne? Diese Augenbrauen-Härchen. Viecher. Bin ich gespannt, wie das bei mir funktioniert. Ich habe ja jetzt nicht so die Ultra-Augenbrauen. Einen Concealer habe ich hier noch im weiteren. Das ist der Multitask Concealer Erase Cover and Care. Auch den kennen wir von der Verpackung her. Peachy Ivory. Da gab es doch ganz damals diesen ganz günstigen Concealer von Essence, ne? Den wir, glaube ich, alle am Anfang unserer Schminkzeit verwendet haben. So. Und dann habe ich hier noch allerhand Lippenprodukte. Das ist einmal hier der Extreme Shine Volume Lip Gloss. Den habe ich mir in der Farbe 10 Sparkling Purple bestellt. Genauso wie den Hydra Matte in der Farbe 410 Nude Mood Lippy. Den Tinted Kiss Hydrating Lip Tint habe ich hier in der Farbe 02 Mauveous. Dann habe ich mir auch noch einen 8 Stunden Matte Liquid Lipstick. Ja, tatsächlich, Claudi holt sich einen Liquid Lipstick. In der Farbe 04 Rosy Nude. Wollte ich auch mal ausprobieren. Und Like a Daisy in Spring. Sarah Isabel hat immer von diesen Dingern geschwärmt. Jetzt habe ich mir einen geholt. Einen neuen Juicy Bomb Shiny Lip Gloss habe ich in der Farbe 104 Poppin Pomegranate. Kabam! Dann ist hier noch eine Mascara, die ich mitbestellt habe. Lash Like a Boss. Aber ich glaube, die ist nicht ganz so neu. Instant Volume and Length Mascara. Und jetzt habe ich hier ein nasses Paket. Was ist denn hier alle nass geworden? Eine Elvital-Probe. HelloFresh-Gutscheine. Ja, wobei, das ist ja einfach ein Sachet, ne? Das kann man ja trotzdem noch verwenden. Genauso auch hier von Eveline und von Chaya habe ich hier allerhand Proben. Ja, die wandern auch weiter und halt ein nasser Karton. Dadum. Okay, so, jetzt habe ich noch bei Cosmetic for Less mitbestellt eine Surprise Bag. Da wollte ich mal gucken, was da so drin ist und vielleicht interessiert euch das auch. Kostet ja nicht viel, ne? Die ist, weiß ich nicht, 15 Euro, 16 Euro kostet die, glaube ich. Und dann schauen wir mal, was sich hier drin befindet. Also von Chaya, die Aloe Face Cream Moisturizing Dry and Normal Skin. Also hier haben wir eine Gesichtscreme von Chaya. Das ist so eine polnische Pflegemarke drin. Als nächstes habe ich hier auch Pflege von Chaya. Goat's Milk Moisturizing Day Cream Day and Wrinkle Prone Skin. Ja, das ist einfach eine Tagescreme mit 10 Millilitern. In der anderen waren 50 drin. Als nächstes habe ich einen Pinsel, das ist von Leni Brush, der Concealer Buffer LBF 13. Den finde ich nicht so gut, der ist einfach nur so hart und spitz. Oh, Claudi. Lashes aus 100% Menschenhaar, das sieht auch interessant aus, ne? Die Nummer 139, also künstliche Wimpern habe ich hier drin. Ist vielleicht was für Karneval, aber ansonsten trage ich jetzt keine künstlichen Wimpern.
Von Revolution, die Face of Gold Sparkle Peel Off Face Maske mit 50 Millilitern. Ist nichts für mich, weil ich mag keine Peel-Off-Masken. Nein, das ist, nein. Nein, auch wenn die irgendwie Skin Conditioning sein wird, nein, möchte ich nicht. Plastikfreier Glitzer, aha. Der Clean ID Insta Bright Serum Primer ist hier drin. Der ist für sensible Haut geeignet. Den hatte ich auch selber mal, habe ich aussortiert. Der ist an und für sich ganz schön, aber ich hatte irgendwie auch zu viele Primer von Catrice hier, ganz ehrlich. Eine Palette habe ich hier. Die Catrice Pro Slim Eyeshadow Palette in der Farbe Lavender Breeze. Kein Wunder, dass sie hier drin ist. Das war nämlich eine von denen, also die Lavender und die Peach Palette, die leider nicht so gut waren. Aber es ist halt einfach mal eine Lidschattenpalette, die hier drin ist, was ich krass finde. Ne? Kostet normalerweise 9,99 € so ein Teil. Und das letzte Produkt, was hier drin ist, ist das Hydrating Glow Multi-Use Spray Face Body and Hair mit Kokosnusswasser von Essence. Witzig. Das ist wirklich witzig. Ne, also mein Spray mit Kokosnusswasser, was jetzt neu im Sortiment ist, ist mir ausgelaufen. Und hier ist dann noch ein Hydrating Glow Spray in der Bag drin. Lohnt sich schon irgendwie. Ne? Also sind süße Sachen drin. Ich würde mir jetzt die Tasche aber nicht nochmal kaufen, weil ich finde jetzt nicht so krass. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr auch mal eine hattet, was ihr so drin hattet. Die lohnt sich halt vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Aber das ein oder andere Produkt kann ich halt einfach nicht gebrauchen. Dann hatte ich über Valentinstag so einen krassen Code mit Purish zusammen oder kurz vor Valentinstag, während des Valentinstag-Sales, wo ja sowieso schon super viel reduziert war. Und da habe ich zweimal bestellt. Eine von den Bestellungen habe ich jetzt hier. Jetzt gilt zwar noch mein Code ClaudiesWelt15 auf ausgewählte Marken, aber der 20%-Code auf alles gilt jetzt gerade leider nicht. Ich werde euch darüber informieren, falls ich demnächst nochmal so einen Code habe. Ihr wart nämlich genauso begeistert wie ich davon. So, dann gucken wir mal hier rein. So, das ein oder andere habe ich euch auch schon präsentiert. Also da habe ich euch auch schon Schminkies mitgemacht. Zum Beispiel hier mit dieser Dominique Essential Palette. Wunderschön, tolle, neutrale Töne. Da kannst du tolle Looks mit schminken. Oh mein Gott, ich finde die wirklich schön. Aber es ist eine kühle, neutrale Palette, die man braucht, wenn man noch keine kühle, neutrale Palette hat. Ansonsten brauchst du da keine 10 Stück von. Ich finde die Qualität sehr, sehr schön. Der Ton Grateful ist nicht so wawawum, wie man sich den so normalerweise wünschen oder vorstellen würde. Er ist solide, dafür finde ich Pretty Kind richtig schön butterig, ganz toller Ton. Die matten Töne lassen sich toll verblenden. Mit dem Schwarz kann man einen tollen Eyeliner ziehen, also ich mag die Palette, ne? Die ist jetzt gerade ausverkauft bei Purish. Ich weiß nicht, ob die wieder reinkommt, bis das Video online kommt. Das sehen wir dann. Ich finde sie auf jeden Fall echt empfehlenswert. Guckt sie euch super gerne mal an, falls sie noch verfügbar sein sollte. Als nächstes habe ich mir neue Nagellacke geholt. Ich mag Nagellacke. Da ist einmal von Catrice. Die Super Brights sind hier am Start. Einmal in diesem Magenta. Das ist ja quasi die Farbe des Jahres. Und dieses wunderschöne Blau, die werden noch ausprobiert. Genauso war reduziert von LA Girl der Gel Extreme Shine Like a Polish. Richtig cool, in der Farbe Flaunt. Dieses Türkis oder Mintgrün ist das, ne? Den fand ich auch richtig hübsch. Kommt aber beim nächsten Mal auf die Nägel. Genauso auch der Super Brights Aperitivo. Auch ein cooler Ton. Ein sehr feuriges Orange-Rot ist das. Ja, so, dann ist neu bei Purish eingezogen hier dieses Halloween Blossom, also Parfüms. Offensichtlich habe ich irgendwie aktuell so ein Duftgedönsen, ne? Also Halloween ist, glaube ich, die Marke oder Halloween Blossom, weiß ich nicht. Und nee, Halloween ist die Marke, Blossom ist die Reihe. 30 Milliliter sind in diesem Flakon drin und ja, wollte ich ausprobieren. War wie gesagt dann auch mit meinem Code günstiger. Ich fand das hübsch und habe mir gedacht, okay, wenn ein Parfum Halloween heißt, ist es irgendwie spektakulär. Also schon blumig. Oh, der riecht angenehm. Den Duft mag ich. Ja, den mag ich sehr, sehr gerne. Sehr blumig. Mag man wahrscheinlich gerne so im Frühling, ne? Oh, das mag ich gerne leiden. Toller Duft. Dann habe ich bei Glamlight ein bisschen was gekauft. Da werdet ihr gleich lachen. Okay, also erstmal habe ich mir hier dieses Barbie-Kit gekauft. Mit Lip Liner, Lip Gloss und Lippenstift ist das, glaube ich, dann, ne?
Fand ich einfach interessant. Wollte ich ausprobieren. Und ich wollte sowieso die Marke Glamlight ausprobieren. Ich habe bestellt, bevor dieser Mascara-Gate-Skandal um die Telescopic-Mascara von L'Oreal auf Social Media abgegangen ist. Der dreht sich ja, also der, nein, das Mascara-Gate dreht sich ja vollkommen um die TikTokerin Mikaela. Und als ich diese Palette in den Warenkorb gelegt habe, habe ich nur an Glamlight gedacht. Und Mikaela sagte mir zu dem Zeitpunkt noch nichts. Jetzt mittlerweile kenne ich sie halt auch, dadurch, dass ich da Contra Junkies Videos zugesehen habe. Und die Palette hatte natürlich so einen faden Beigeschmack irgendwie auch. Ne? Das ist die Lady. Jetzt weiß man halt auch, wie sie ohne künstliche Wimpern aussieht. das ist crazy. Die ist wunderschön, die Palette, weil die hat halt auch so Glitzer drin. Ne? Das ist ohne Wasser, sondern einfach nur der Glitzer. Da kann man den ganzen Tag mit rumspielen. Und die Palette hat halt auch mega geile Farben. Und ich wollte einfach mal eine Glamlight-Palette ausprobieren. Auch Glamlight-Produkte sind aktuell zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video drehe, alle ausverkauft. Ne? Das ist echt krass. Aber gut, ne? Wenn man so einen Valentinstag-Sale hat und dann auch diese Code-Geschichte, ist der Hammer. Wunderschöne Farben, die sollen qualitativ echt mega sein. Deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt drauf. Beim letzten Hashtag Ungeschönt-Video hat die liebe Sarah Isabel nämlich auch eine Glamlight-Palette verwendet gehabt. Und das hatte mich dann so animiert, auch mir eine mal zu holen. Dass genau jetzt die Dame da so in Verruf geraten ist, ist natürlich ein bisschen bitter. Ja, und das letzte Produkt, was ich mir dann auch noch mitbestellt habe bei meinem Purish-Einkauf, ist von Revolution, die Niacinamide Clarifying Sheet Masks. Da sind 5 Stück drin, das ist auch reduziert gewesen, glaube ich, und dann noch mein Code drauf, easy peasy. Und die sind ganz schön, die kann man gut verwenden. Es klären, Niacinamide sind ja auch so verfeinernd, ne? Also richtig cool. Ja, deswegen habe ich die mit eingepackt und hat mich gefreut, dass ich das gemacht habe. So, das war jetzt mal ein richtig dicker Wetterhaul, Leute, ne? Mit ein paar Unterbrechungen für mich, weil ich ab und an mal nach unten und hin und her und tralafitti. Mittlerweile ist es dunkel draußen, läuft bei mir. Jetzt habe ich einiges wegzuräumen. Und ich freue mich schon drauf, die ganzen Produkte dann demnächst mit euch zusammen zu testen. Falls ihr das nicht verpassen wollt, könnt ihr mich super gerne gleich auch noch abonnieren. Ne? Gönnt euch auf jeden Fall hart. Aber denkt auf jeden Fall dran, dass wenn euch das Video gefallen hat, dass ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Das würde mich nämlich echt freuen. Das ist immer so positives Feedback, das gefällt doch. Hm? Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!